Freund und Mitstreiter für den Erhalt des Kopfbahnhofes. Zunächst sehen wir bitte nach, dass meine Stimme heute etwas angeschlagen ist. Mich haben die Viren fest im Bett. Aber nichtsdestotrotz, wir sind da am Ball und ich habe euch etwas mitgebracht. Das muss ich euch zeigen. Seht ihr eine Trübung? Wasser aus dem Kernerviertel, was dort versenkt werden soll. Und das ist das Wasser, was wir in den Neckar ableiten. Wasserproben aus den blauen Rohren von anerkannten Prüflabors untersuchen lassen. Ergebnis: In der Probe aus dem Kernerviertel wurden 16 Milligramm Eisen in Liter Wasser festgestellt. Für die Einleitung von Eisen in den Untergrund ist ein Grenzwert von 1 Milligramm festgelegt. Der wird also um das 1600% überschritten. Wie auch das zu überwachen verpflichtete Amt für Umweltschutz scheint das aber nicht zu stören. In der Wasserprobe aus der Leitung zum Neckar wurden gar 139 Milligramm Eisen je Liter ermittelt. Eisenhydroxid ist für Fische und andere aquatische Lebewesen toxisch. Es setzt sich an die Kiemen der Fische und behindert deren Sauerstoffaufnahme. Sie verenden qualvoll. Andere Bundesländer verbieten Wässer mit höherem Eisengehalt als 2 Milligramm je Liter in offene Gewässer einzuleiten. Verstöße werden dort als Umweltstraftat verfolgt. Merkwürdigerweise gibt es in Baden-Württemberg keine solche Bestimmung. Trotz des seit 3 Jahren regierenden grünen Umweltministers. Der Rost im Wasser stammt aus den blauen Rohren. Diese sind aus gewöhnlichem Stahl, ohne inneren Korrosionsschutz, so wie er für Fernheizleitungen verwendet wird. Bekanntlich rostet ungeschütztes Eisen bei Anwesenheit sauerstoffhaltigen Wassers bis zur völligen Zerstörung. Je Quadratmeter Oberfläche wird täglich bis zu 10 Gramm Eisen in Eisenhydroxid, also Rost, umgewandelt. Im Gegensatz zu einigen anderen Metallen bildet Eisen keine schützenden Deckschichten, die Korrosion verhindern. Diese Rohre hätten nie eingebaut werden dürfen. Ständiges Einleiten von Rostbrühe in das Heilquellenschutzgebiet ist damit unvermeidlich. Das alles ist der DB sowie dem EBA und den beteiligten Behörden durchaus bekannt. Die Deutsche Bahn hatte 2011 angegeben, sie hätte Rohre mit PE-Innenbeschichtung ausgeschrieben. Hölscher habe ein Alternativangebot über gleichwertige Rohre vorgelegt und dafür den Zuschlag erhalten. Den Nachweis der Gleichwertigkeit ist Hölscher indessen bis heute schuldig geblieben. Wir Ingenieure 22 hatten schon im August 2011 hier gegen Beschwerde beim Eisenbahnbundesamt eingelegt. Diese wurde abgebügelt unter Verweis auf die Stellungnahme der Firma Hölscher und die des Amtes für Umweltschutz Stuttgart. Das EBA schrieb, die Ausführungen der beiden Stellungnahmen sind plausibel, sodass die Verwendung der Wasserrohre nicht zu beanstanden ist. Auch
Aus der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde der Stadt Stuttgart ergab sich kein Anhaltspunkt dafür, dass die Verwendung der Rohre zu beanstanden sei. Sollten sich zukünftig andere Erkenntnisse ergeben, wird das EBA diese im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens selbstverständlich überprüfen. Gerade im Hinblick auf Gefahren für das Grundwasser wird die gesamte Wasserhaltung während der Bauzeit fortlaufend überwacht, sodass eine Gefährdung des Grundwassers nicht zu befürchten ist. Soweit das EBA. Diese neuen Erkenntnisse mit den Ostwasserproben haben wir Ingenieure 22 dem EBA am 25.04. mit Einschreiben mitgeteilt und Bilder dieser Rostbrühe beigefügt. Bisher ist keine Antwort gekommen. Einzig Baubürgermeister Hahn hat bisher geantwortet. Das Amt für Umweltschutz hat veranlasst, dass die Vorhabensträgerin, also die Bahn, unverzüglich eine Prüfung des Infiltrationswassers durchführt. Die von der Vorhabensträgerin vorgelegten Fotos lassen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keinen Handlungsbedarf erkennen. Das Wasser weist keine Trübung auf, die eine Gefährdung des Grundwassers befürchten lässt. Der Anfangsverdacht einer Verunreinigung des Grundwassers wurde somit ausgeräumt. Eine unabhängige und strenge Überwachung des GWM sieht anders aus. Wir werden nachlegen und ihr alle sollt mithelfen durch Briefe an Bürgermeister Hahn und das Amt für Umweltschutz mit der Forderung, das GWM mit diesen Rohren nicht in Betrieb gehen zu lassen. Es darf keine Rostbrühe ins Heilquellenschutzgebiet eingeleitet werden. Zum Abschluss noch eine kleine Bitte von uns Ingenieuren. Diese Überprüfungen in den Prüflabors haben eine Kleinigkeit gekostet. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, uns mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Es läuft jemand mit Sammeldosen durch. Man kann auch eine Überweisung machen. Vielen Dank und oben bleiben. Ihr hört weiter diese Angelegenheit. Vielen Dank, Hans Heidemann von den Ingenieuren 22. Was wir hier gerade wieder gesehen haben, ist einer von den vielen Skandalen, die uns jetzt schon seit Jahren hier begleiten.